bei der Fertigstellung. Eine Ex-Bassbox war es gewesen. Nee, Verstärker. Verstärker. Mit Box drin. Und jetzt hat sie eine neue Front bekommen. Ja. Auch ein neues Herzl. Und ein, ja, ganz besonderes. Ja, das kam vorhin gar nicht so mit zur Geltung. Der Griff ist das Alleredelste. Aber echt heavy. Jetzt kommt der Moment, können wir los dann, wo die Box geschlossen wird. Gleich nach dem Einbauen. Die ersten Zollbruchstellen nochmal getestet. Also jetzt dürfte das Ding wirklich gar nicht mehr kaputt gehen dann. Und das ordentliche Häuse. Ja, ich hoffe mal, du hast viel Freude damit. Dann bis die Tage. Lippi live beim Filmen gefilmt. Hey du, ich würde es mit der Kamera nochmal zeigen wollen, wie das im Nachtlichtmodus aussieht. Ne? Weil Grundbedingung dafür war ja gewesen, dass wenn er nachts irgendwie rumstiefelt, dass er dann auch findet, wo das Ding ist zum Einschalten. Ja, dann müssen wir mal alles ausmachen. Ja, genau. Also zum grünen Licht muss er dann wandern. So, dann muss man quasi neben dem grünen Licht den Schalter suchen, zack. Und dann das ist dann das erste Notlicht, was dir die weitere Bedienung erleichtert. Dann halt. Und dann kann man seine Systeme anschließen und hochfahren. Nico, genau. Wir kommen. Ich darf hier das ganze Schauspiel. Ach, die allererste. Das hat man jetzt schon seit 2 Jahren vorgehabt. Ne? Ungefähr. Ja. Ja, jetzt wird es endlich soweit. Nico darf der Erste sein. Jetzt sind wir uns unserer Sache sicher. Aber hier kannst du mal die Batterie abkennen. Brennnesselsuppe. So, erstmal erste Aufgabe beim Libby. Batterie abklemmen. Die kriegt nämlich der Nico. Ja, mal gucken, ob der uns jetzt gut dahin bringt. Ganze 400 Kilometer. Und wir transportieren Haufen leere alte Batterien. Gut. Also mit einem Sprung in der Platte geht's auf zu Nico. Das zweite Solarpanel ist jetzt auch eingepackt worden. Das haben wir hierher gespendet bekommen. Und da muss ich euch jetzt mal was zeigen. Oh, da sind die zwei. Also nochmal, wann mähen? Rasen. Also wenn du keinen Bock auf Rasenmähen hast, dann sollst du in der abnehmenden Mondphase Rasen mähen. Dann wächst das Gras langsamer. Also, hier seid ihr zu Hause oder was? Giften genauso. Weil irgendwie hat dann das Wasser richtig eine andere Schwingung oder was. Kein Plan. Man sieht gar nichts mehr hier. Gut, müssen wir dann ein bisschen nachbearbeiten. Grüße dich. Tag schön. Voller Energie, der Mensch. Wie darfst du? Guten Tag. Schlimmer wie eine Ameise. Die Lampe leuchtet, ausmachen, overloaded.
So, die Leuchte ist immer. Da hast du quasi zum Rumtragen und zum Bewegen hast du hier. Mhm. Und das wollen wir dir so machen. Hier kommt jetzt 220 Volt raus. Da kommt 220 Volt raus? Oh. Ja. Das müssen wir mal anders machen, weil wenn die jetzt hier langgreifen, geht es. Guck, es ist jetzt zwar noch. Also, es ist wirklich nur zur Warnung hier, ne? Aber trotzdem nicht unbedingt langgreifen, wenn die leuchtet. Und wir haben das so gedacht, dass du dann quasi, wir wollen dir das so machen, zum Beispiel oben an deinem Platz oder was, dass wir das einstecken. Mhm. Und dann brauchst du bloß hier stoppen. Na oben. Denn das ist hier Kickstarter, oder? Ach so. Hast du hier. Es ist Start. Mhm. Ne? Du machst da an. Und dann kannst du hier einstellen von 2 bis 8, 9 so. Das sind immer die Milliampere. Also hier zieht es 400 Milliampere, 500, 600, 700, 800. Und hier Maximum Overload. Also auf der Videokamera sieht es ordentlich hell aus. Echt? Ja. Kann man alles sehen hier. So, jetzt verschwinde ich gleich. Dann haben wir es richtig dunkel hier drin. Aber hör mal. Alles klar, nur SSG-Licht jetzt. Ja. Schon halbwegs ausreichend. Kann man schon lassen. Zwar nicht ganz so hell wie mit 220 Volt, aber... Das ist ein gemütliches Licht. Jawohl. Und kostenlos. Okay, jetzt nicht der ganze Krempel. Da hier wird sie erst hochgesogen. Na, schauen wir mal. Rundgang durch Nikos Reich. Ganz vergessen. Wasserverwirbelung. Ach ja, das mit dem Fußbad, genau. Jawohl, hier kann man ein kleines Fußbad nehmen, ne? Damit die Energien besser hineinkommen. Haus. Auch ein schönes Gewächshaus und schon ordentliche Kürbisse dran. Oh. Herrlicher Naturgarten. So, mal eine richtige Wasserverwirbelungsanlage mit Glas. Hier war das erste Solarpanel für die Pumpen. Haben wir gleich jemanden erschreckt. Riesengroße Frische. Hier auch wieder Schauberger Wasserwirbel. Überlegst. Vor einem Jahr, nee, vor 2 Jahren war hier noch Quelle gekommen. Ja, da war hier noch gar nichts. Klasse. Guck mal, das Haus, das sieht man wieder nett, ne? Doch, vorne. Ach, hier vorne ist ein Dreirohr. Alles klar. Aha. Da kommt es dreimäßig
in den Teich. Da ist er, unser Naturmensch. Es ist insgesamt 4 Sätze Verwirbelungsanlagen hier installiert, ne? Habe ich gezählt. Eine da hinten im Teich, ja, eine in dem Teich. Hier Doppelnegativrohre. Doppelnegativrohre. Ja. Was soll das heißen? Dann nehmen das Wasser her und wenn das da durchfließt, dann macht sich das Wasser sozusagen schlechter und die Umgebung besser. Und warum negativ? Na, doppelnegativ. Oben rechts und durchs Rohr auch rechts. Ach so, das heißt negativ. Rechts heißt negativ rechts, und rechts. Links ist... Aha. Vielleicht da doppelpositiv. Aha. Ja, ein bisschen. Na, Aisha. Da habt ihr was geschaffen, ihr zwei. Die Bäume, ja, die haben das bis jetzt richtig gut. Also, es hat den Schein, dass das wirkt. Also wenn ich überlege, wie sie vor 2 Jahren noch aussah, also kein Vergleich dazu zu jetzt. Das ist ja alles komplett gesund, ne? Da ist nichts irgendwie, wo sich ein Pilz drüber hermacht oder irgendwas mit Läusen besetzt oder so. Letztes Jahr haben die Bäume nur ein schön gekränkelt. Ja, das erste Eingewöhnungsjahr, wa? Ach, die hast du ja alle künstlich hergepflanzt, die Bäume, ne? Die mussten sich jetzt praktisch erstmal alle eingewöhnen. Naja. Und hier unten drunter, ist da jetzt auch ein Wasserreservoir drunter oder sind die Steine einfach nur so? Unter der ist nicht, aber die anderen haben alle. Mhm. Also da hinten beim Lippi zum Beispiel, da ist ein Wasserdings unten drunter. Genau, da ist ein Kleibot. Kleibot? Ein Tontopf. Ein Tontopf, okay, ja, das versteht der Sachse. Den kannst du mit Wasser voll füllen und dann holen sich die Pflanzen, die in der Umgebung stehen, holen sich das. Also die Wurzeln wachsen dann speziell auch da in die Richtung an. Also einfach nur eine Erde buddeln, einen Tontopf reinstellen und so ein Gestell drüber machen aus Steinen. Ja, die Pyramiden halt da drüber. Aha. Und dann hast du überall in deinem Garten verschiedene Wasserstellen, ganz natürliche. Ja. Und das war noch nichts, nur der Reihe. Ja, krass. Ja. Stück für Stück. Ja, das hat halt eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann wusste, wo die hin sollten. Oder hin wollten, besser gesagt. Hast du gewartet, was der Gartentier sagt, sozusagen? Ja. Also, alles getan, ne? Solarpanel steht. Die 2 Solarpanels stehen. Sehr gemauks hat die Katze auch nicht, während wir gearbeitet haben. Hat immer schön aufgepasst. Ja. Super, kann es weitergehen. Weiter. Haben ja alle gängigen Batterien da gelassen. Jetzt fahren wir mit den kaputten wieder nach Hause. Ja. So, klappt. Alles klar. Wir kommen auch rein. Bis später. Er startet. Sehr schön. Alles klar. Na dann, regenerieren wir sie mal auf dem Heimweg mit viel Bass.